ich bin Johannes von newgadgets.de und auf der CES 2012 in Las Vegas. Und Samsung zeigt hier sein neuestes Chromebook, nämlich hier Samsung Serie 5 Chromebook mit der besseren Performance, nämlich bis zu dreimal mehr Performance. Das hört sich doch auf jeden Fall sehr gut an. Was jetzt genau drin ist, weiß ich jetzt hier nicht, da es auch nirgendwo steht und mir keiner hier weiterhelfen kann. Aber wir haben hier 16 GB SSD eingebaut, ein 12 Zoll Display mit 300 Nit, also relativ hell. Und ja, schauen wir uns das Gerät mal ein bisschen genauer an. Wir haben eine Chiclet-Style-Tastatur, nämlich die Google Chrome-Tastatur, also keine Windows-Taste. Das würde dann auch auf jeden Fall nicht so viel Spaß machen, weil wir hier auch keine F-Tasten haben. Das könnten natürlich die F-Tasten sein, wenn wir hier Windows drauf knallen. Aber wir haben hier ein non-glossy Display, das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Webcam, dünnes Display. Und wenn wir uns die Anschlüsse anschauen, sehen wir erstmal auf der Seite, dass es ein dünnes Gerät ist. Außerdem, das hier ist der Anschluss für das Netzteil, Anschluss für ein Netzwerkkabel. Das müsste ein Displayport sein, USB und ein kombinierter Audioport. Auf der rechten Seite haben wir dann einen SD-Kartenleser, noch einen USB-Port und einen Kensington Keylock. So, das neue Samsung Chromebook mit besserer Performance und auch einem neuen Design gefällt mir auf jeden Fall ganz gut.